Hallo und willkommen zurück zu Let's Rise und wir machen jetzt eine Schlacht. Letztes Mal, im letzten Part hatten wir das Special und jetzt machen wir wieder eine Schlacht. Ja, gemischte Avatare zulassen. Nein. Wobei doch, natürlich. Passendes Spiel suchen. Ja, ich fand den letzten Part relativ lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch im 11. Part unsere Siegessträhne fortsetzen können. Und ach, daran kann man Shogun 2 Avatar-Profile. Fall of the Samurai. Ah, okay. Danke schon an der Stelle an Swisskronk war es und nochmal an jemand anderen. Bei dem habe ich mich in Dings bedankt. Ich glaube, Swisskronk hat es auch nochmal geschrieben in die Kommentare im Part 8, glaube ich. Habe ich da schon gelesen. Bei im Part 9 hat es jemand anderes noch geschrieben. Danke soweit an der Stelle. Dann nehmen wir doch gerade mal den Krogi mit und den Rebellus und den Mr. Jung und den Mr. Killer. Und das war's erstmal, die anderen müssen sich noch ein bisschen auskurieren. So, dann nehmen wir noch ein bisschen hier schwarzer Infanterie schwarzer Bär mit und ein bisschen Yari-Kachi. Beziehungsweise können wir auch noch ein bisschen Kavallerie mitnehmen. Dann nehme ich doch gerne, eigentlich, ich finde diese Bogentypen gar nicht mehr so schlecht. Überleg, ob man gerade noch so eine Einheit Bogenschützen mitnehmen soll. Nee, eher weniger. Ich nehme lieber nochmal so eine Einheit Infanterie schwarzer Bär mit. Haben wir noch 230 übrig, das ist natürlich wieder super. Ich guck gerade mal durch. 1, 2, 3, 4. 4 Schwerträger, oder? 2, 4, ja. Und 2, 3, 4 Einheiten Schützen, 3 Einheiten Kavallerie. Ich überlege gerade. Wir tauschen das dann nochmal kurz aus. Nehmen lieber nochmal eine Einheit schwarzer Bär mit. Sollte das passen, 3, 4, 5, 2, 3, ja, und nochmal 2 davon, 3 Einheiten Kavallerie, das reicht auf jeden Fall. Und das passt auch soweit. Dann können wir ja starten. So, jetzt hat der andere wieder nicht mehr ein Häkchen drin, jetzt hat er es so gerade eben drin gehabt, ja, ja, so liebe ich das. So, jetzt geht's los. Ah, sorry, ich habe gerade was trinken müssen unbedingt. So, jetzt geht's los. Sehr schön. Unser Gegner ist Level 4. Normales Shogun. Ich bin so blöd. Erkenntnis des Tages, ich bin blöd. Nee, jetzt habe ich endlich mal das erste Mal gesehen, was der Gegner für Truppen hat. Und ich depp gehe immer noch hin und nehme so viele Schützen mit. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr Nahkämpfe mitnehmen sollen, aber egal. Egal. Naja, werden wir hoffentlich trotzdem schaffen. Haben wir ja die letzten Parts auch irgendwie immer. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ansonsten wäre es relativ doof. Hoffe, es geht so weiter. Nicht, dass wir jetzt die ersten 9 Parts hatten wir voll die Glückssträhne und die nächsten Parts bis Part 19 gehen dann richtig scheiße. Das wäre natürlich nicht so toll. Vor allem, ich denke, wenn ich gewinne, macht das alles auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn ich die ganze Zeit auf die Fresse krieg. So. Ja, ich weiß auch nicht. Ich lade bei Shogun immer extrem lange. Ich weiß nicht, woran es liegt. An meinem Rechner anscheinend nicht. Oder ziemlich sicher nicht. Keine Ahnung. Verstehe es immer nicht. Am Internet auch nicht. Haben eine 32K-Leitung, bald eine 100.000. Jawohl. Und von dem her sollte es daran eigentlich auch nicht liegen. Werde Spiele, komm, los. Ja. Was bringt das Gefolge oder negativ für uns? Was bringt denn das? Minus 2 Nahkampfverteidigung für alle feindlichen Speerinfanterien. Oh, das ist nicht gut, weil wir haben ja im Prinzip nur Speerinfanterie dabei. So, dann müssen wir gerade mal gucken. Dann muss ich erstmal den Block mit den Namen vom Special weglegen. Das habe ich nämlich gerade eben erst gemacht. So. Ja, ich versuche jetzt übrigens auch ein bisschen mehr Let's Rise zu machen. Ups. Aber es kommt doch ganz gut an. Hallo. So.
Nein. Die Einheit ist verbuggt. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt immer noch nicht. Gut, okay, ja. Ich habe gerade gedacht, die Einheit ist schon verbuggt. Ah, Krogi haben wir ganz vergessen. Ha, guck, wie ich das weiß, ohne zu gucken, dass das Krogi ist. Also ich habe dann zwar noch nachgeguckt, aber ich wusste eigentlich schon. Ich meine, fällt dir auch auf, oder? Die grünen Typen hier. Sieht aus wie angemalt, oder? Irgendwie, das sieht nicht aus, als wäre es auf der Rüstung so richtig drauf, sondern wie angemalt. Also dann machen wir dem Gegner mal ein bisschen Druck hier. Falls ich mal die Ehre habe, gegen einen von euch zu spielen, Multiplayer, also falls ich mal durch Zufall gegen einen von euch spiele, könnt ihr doch das auch gerne reinschreiben. By the way, was machen die da? So, besser. Hab gerade gesehen, dass eine Einheit von unseren Schützen hier hinten stand, die anderen standen da vorne, das ist nicht ganz so gecheckt gerade. Das ist eine Rüstung und plus 5 Munition, das müssen wir eigentlich auch mal ändern und mal gucken, ob es da irgendwas Gescheiteres gibt. Weil 5 Munition, pff, scheiß drauf. Also was hatten unsere Gegner? Ziemlich viele Bogen-Samurai, wie weit kommen die denn eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ein bisschen Lundenschloss Ashigaru, ja, pff, gut, ich meine. Der wird wahrscheinlich wieder mit allem, was geht, auf uns drauf rennen. Und das zumindest versuchen. Ah, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen weiter vorrücken. Aber zur Not auch wieder nach hinten marschieren. Da hinten hat er Kavallerie, einiges. So, dann müssen wir unsere Truppen doch hier hinstellen schon. So, und unseren General müssen wir hier hinstellen. So, dann können wir unsere Kavallerie etwas vorziehen. Auch, und die Sperrträger versteckt man dann gleich mal in dem Wald da drin. Ich denke, der wird uns auf einer großen Fläche angreifen wollen. Werden wir da mal ein bisschen entgegenwirken. Immer nicht noch enger machen, uns ein bisschen enger hinstellen. Ah, die sind jetzt getarnt, sehr schön. Ein bisschen Angst vor den Kavallerischen. Ich muss gerade mal was gucken. Gefechtsoberfläche. Nur Karten. Immer. Ah, jetzt sind wir hier. Reichweite 150. Reichweite 125. Das ist nicht gut. So, müssen wir jetzt ein bisschen uns mal hier ein bisschen die Stellung halten. Ich will mal die Minimap aufmachen, ich weiß auch nicht, warum die bei mir immer zu ist. Jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Aber jetzt versuchen wir mal hier durch den Wald vorzurücken. Ich glaube aber, dass da drin irgendwo Gegner stehen. Ich bin mir aber nicht so sicher. So, schicken wir mal die Einheit da mit. Jetzt schauen wir doch mal gerade in den Wald rein. Hm.
Das Gute ist, den Dojo kann er nicht erobern, deswegen kann er uns sozusagen nicht zur Aufgabe zwingen. Jetzt müssen wir gerade mal die Einheit zurückziehen. So. So, jetzt kommen unsere Yariki. Und die Einheit ziehen wir jetzt mal da so ein bisschen hin. Und die eine Einheit von den Schützen, die da drüben kämpft, ziehen wir auch mal ein Stückchen zurück. Oh, unser Gegner leckt. So, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Einheit Kavallerie hier drüben. Schießen die eigentlich auch? So, ich denke, wir ziehen uns jetzt gleich mal ein bisschen zurück hier. Damit wir uns weiter zurück, also können wir uns weiter zurückziehen und dann können unsere Schützen wieder schießen. Jetzt zieht er sich zurück. Sehr schön, jetzt können wir die Einheit hier töten, oder beide Einheiten eigentlich. So. Also warum haben wir gerade so Verluste da drin? Krogi! Nein, nicht Krogi! Wir werden uns jetzt gleich wieder zurückziehen. Jetzt wird mir hier gleich in den Rücken fallen. Und sieht jetzt. So, jetzt können wir die hier noch töten, die Reste. Den ersten kleinen Kampf haben wir gewonnen. Sozusagen. So, dann können wir die Speerträger dahinter setzen. So, sehr gut. Krogi, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. So. Also muss man nur hoffen. Damit wir hier auch irgendwie einigermaßen gut die Gegner töten können, hier die Bogenschützen. So, hier schicken wir die auch noch vor. Wir rennen jetzt mal ein bisschen hier. Krogi, du kriegst schon wieder einen Spezialauftrag. Du reitest schon da hinten rum.
Schießt ihr? Oh fuck, so können wir das nicht machen. So, jetzt können wir hier vielleicht ein paar Truppen ablenken. Mit einer anderen Einheit Kavallerie können wir hier lang reiten. So, jetzt greifen wir hier einfach mal an. Der Feind hat versteckte Einheiten, mein Lord. Oh, oh fuck. Und ich pass mal besser auf, Mann. Was machen die denn da? Da brauchen wir jetzt auch noch. Oh oh. Scheiße. Willst du mal kurz die Bogenschützen da? Oh, den General. Hoffentlich kriegt man den feindlichen General tot. Wenn der General sterben würde, wäre das natürlich perfekt für uns. Dann ziehen wir uns damit wieder zurück. Ich fürchte, euer General schwebt in großer Gefahr. So, jetzt treiben wir da von hinten wieder rein. Oh, Gott sei Dank. Gerade eben habe ich schon etwas Angst gehabt, damit wir noch verlieren. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Was passiert jetzt? Hallo? Jetzt geht's jetzt so ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt gleich kommt, ja, rausgeflogen irgendwie. Und dann kümmern wir uns nicht, ja klar, logisch, ja, ich habe gar nichts gemacht, Mann. Der Depp hat sein Internet gekillt und dann passiert sowas, so ein Depp. Eigentlich wollte ich ihm schreiben, GG und so, gell, aber jetzt, ich glaube, der hat sein Internet gezogen, weil anders kann ich mir das kaum vorstellen. Naja, ich denke, wir hätten es ansonsten schon noch gewonnen. Aber es war eine spannende Schlacht und ich fand den Typen eigentlich auch ganz gut. Hätte ich ihm auch geschrieben, aber so, ich meine, ich glaube, da gibt es nämlich so einen Trick, wenn man rauszieht zu Internet irgendwie, dann gewinnt man auch die Schlacht. Und der Gegner hat es sozusagen verloren, das finde ich extrem blöd. Aber
Nun gut, ich meine für uns, wir können sagen, dass ich die Schlacht gewonnen habe. Und ja, Krogi, du hast guten Dienst erwiesen und die anderen natürlich auch, aber Krogi vor allem in diesem Bart, sehr schön. Nee, ja, fand ich ein bisschen schade, dass er jetzt gegangen ist. Ach, hier steht's. Sieg. Steht sogar noch. Ah, okay. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch tatsächlich rausgeflogen. Ich hab's keine Ahnung, das ist beim Shogun Multiplayer teilweise nicht so ersichtlich. Ah, eine neue Yari-Einheit. Die nehmen wir einfach mal Platz. Ah ne, die machen wir jetzt einfach, nehmen wir einfach mal gar keinen Namen, geben wir der. Das kann man dann beim... wobei ich gerade am überlegen bin, ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe jetzt einfach der Einheit jetzt irgendeinen Namen. Hier hat jemand hier hingeschrieben, irgendwas mit Yariki, ja ne, das hat man. Und geben wir noch der Einheit mal den Namen... Ja, Veteraneneinheit, gebt mir doch jetzt einfach mal den Namen von dem werten Herrn hier. Dem 7007 Dominik und jetzt Name Dominator. Dominator, das hat er sich gewünscht, das machen wir doch dann auch glatt so. Und dann ist halt jetzt die Frage, ja, Swisscrong seine Einheit können wir jetzt kurz noch bearbeiten. Machen wir die doch mal ein bisschen gelb. So. Und dann noch die Einheit von... wo haben wir ihn? Hier gerade eben von Dominator können wir auch noch ein bisschen ändern. Die machen wir jetzt mal so dunkles Rot, würde ich sagen. So, also dann kann ich mit Dominator auch aus der Liste streichen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so. Die Leute, die ich jetzt hier habe, die werde ich jetzt jeden Part, wenn ich eine Veteraneneinheit bekomme, noch nennen. Okay, und dann, also jetzt nicht für einen Namen nennen, nur noch die Leute werde ich halt jetzt eben aufschreiben, die ich hier in meiner Liste noch habe, die noch irgendeinen Namen brauchen. Okay, und die Leute, wenn ihr irgendwie neu dazugestoßen seid jetzt erst, dann bitte oder wenn ihr doch noch eine Einheit wollt, dann bitte erst im 18. oder 19. Part dann wieder melden. Momentan bitte nicht, okay? Dann müssen wir hier gerade mal gucken, wen kann man hier noch skillen. Den Dominator kann man skillen. Da machen wir doch gerade mal auf... Oh, nicht ab... Ja, doch, Nahkampfabwehr. Ja, passt schon. Den Mr. Killer machen wir auf... Machen wir auch auf Nachladen wieder. Und den Krogi, Krogi. Was machen wir mit dir? Die geben wir auch nochmal eins auf Nahkampfabwehr, machen wir mal hier drauf. So. Habe ich jetzt Abwehr oder Angriff gemacht? Ach, ups, scheiße, hier wollte ich eigentlich drauf. Egal. Gut, dann danke ich euch wieder fürs Zusehen soweit. Hoffe, dass es euch soweit wieder gefallen hat. Und bis zum nächsten Part. Ciao.